Herzlich willkommen im K40-Keller. Heute mal wieder ein kleiner Quick-Tipp für Lightburn, den bestimmt einige nicht kennen. Vielleicht kennt ihr das Problem, du hast dir wieder irgendeine Datei bei Etsy gekauft oder selbst konstruiert oder mit dem Inlay-Master, der bald erscheint, erstellt. Und dann laserst du das auf deinem Laser und stellst fest, irgendwie hält das nicht. Es passt nicht gut zusammen. Das kann verschiedenste Gründe haben. Ein Grund mit ist natürlich, man bedenkt, dass vielleicht nicht der Laserstrahl, der nimmt ja gewisses Material weg und dann entsteht ja eine Lücke. Man kann das da drin rumwackeln. Das andere Problem, das Material ist vielleicht nicht genau die 3 mm, die zum Beispiel angegeben wurden, dick. Muss man mal nachmessen. Gleich vorab möchte ich mich mal entschuldigen, dass der Mauszeiger nicht groß ist. Mein Capture-Programm zeichnet das irgendwie nicht mit auf. Nun gut, also in Lightburn öffne ich einfach mal eine Datei, welche ich jetzt im Inlay-Master vorbereitet habe. Die Datei kann natürlich irgendwo herkommen, spielt jetzt keine Rolle. Aber ich denke mal, ihr seht gleich, um was es geht. So, das ist eine einfache Box mit einer Trennwand und hier auf 2 Layer separiert. Das zeige ich auch ganz kurz. Es gibt 2 Cut-Layer letztlich, einmal in dem Fall schwarz und blau. Und da ist es relativ einfach. Oft kommt es vor, das zeige ich jetzt auch ganz kurz, dass halt alles auf einem Cut-Layer ist, letztlich in einer Farbe hier bei Lightburn. Und dann geht ihr her und markiert erstmal eure Ausschnitte, klickt den ersten an, haltet die Shift-Taste gedrückt und markiert alle anderen, um letztlich eine neue Layerfarbe hinzuzufügen, um die Parameter für die Schnittzugabe einstellen zu können. Dann gehe ich in die Ebene für die Ausschnitte und stelle bei Schnittversatz einen neuen Wert ein. Ich gehe jetzt in den negativen Bereich. Das müsst ihr ein bisschen ausprobieren, je nachdem, wie stark oder wie dick euer Beam ist. Bei dem Diodenlaser jetzt reicht hier, glaube ich, minus 0,20. Ein bisschen rumprobieren müsst ihr vielleicht schon, um euch da anzunähern. Bestätigt den Wert. Und wenn ihr dann die Datei schneidet, dann passt auch letztlich alles und hält gut zusammen. Das war's eigentlich schon. Es ist eine kleine Einstellung beim Schnittversatz und schon ist das Problem gelöst. Dann halten solche Boxen schon relativ gut. Es ist wesentlich auch einfacher, die zusammenzubauen und es fällt nichts mehr auseinander. Kleinigkeit. Ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Schaut in die Videobeschreibung. Da ist der Link zu unserem Discord-Server, falls du da noch nicht bist und ihn noch nicht kennst. Und lass gerne ein Abo da. Es würde mich sehr freuen, falls du keine weiteren Videos verpassen möchtest. Es kommen ja noch einige Videos zum K40. Ich weiß, ich bin ein bisschen säumig. Ich verspreche das immer, aber aus Gründen sind sie noch nicht fertig oder noch nicht hochgeladen. Das nächste Video, welches allerdings jetzt kommt, das ist zur kleinen Fräse hier von Two Trees. Und dann geht's weiter mit dem K40. Also, ich sage erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.